Willkommen, welcome once again. Ich würde vorschlagen, leg erstmal deine Hände in den Schoß. Just put your hands into your lap. Und nimm dir einen kleinen Moment, deine Beziehung zur Schwerkraft zu erfassen. Das leichte Gefühl von Schwere und dem Zug der Erde. Und du kannst dich unterstützen, indem du deinen Schwerpunkt vier Finger unterm Nabel fühlst. Dieses Gefühl, wenn du dich schwer machst, wenn dich jemand hochheben will, lass für einen kleinen Moment dieses Empfinden geschehen. So now, please allow yourself to observe and feel your relation with gravity. Like, allow yourself to be heavy, feeling the pull of the earth, and varyingly or becoming aware of your point of gravity, four fingers below your navel, which you basically can easily feel when you allow yourself to make yourself heavy, like when somebody wants to lift you up. Du kannst das noch unterstützen, wenn du deine Fußsohlen fühlst. You can really support this by feeling the soles of your feet. Dann nimm dir Moment Zeit, den Tag Revue passieren zu lassen, von dem Moment, wo du aufgestanden bist. Was für ein Gefühl hast du den Tag begonnen? And allow yourself to review your day. When you woke up, what feeling you started your day. Schau Stunde für Stunde and look at it hour by hour.
Gespräche, die du geführt hast, the talks you had. Und reflektiere einmal, wie viele Momente du heute luzide warst, wirklich präsent. And also take into your reflection how many lucid moments you had. Hast du im Laufe des Tages Kontakt aufgenommen zur Stille? Did you use some time during the day to reconnect with silence? Oder war der Tag eher voll und überwältigend? Did you have more like a day which felt like full and maybe even overwhelming? Beweg dich mit deiner Erinnerung langsam zum Nachmittag. And slowly move with your memories on remembering to the afternoon. Und wenn du in diesem Moment ankommst, sei dir einmal gewahr, wie du dich in diesem Moment fühlst. And once you're arriving here in this moment, just be aware how actually you're feeling in this moment. Und erinnere dich, dass jeder Moment in diesem Tag und auch dieser Moment immer der beste Moment für dich ist, um wacher zu werden, klarer. And remember that this moment and all the other moments today were always the best possible moments for you to become more awake and aware. In jedem Moment deines Lebens ist dieser Moment das größte Geschenk für dich, um wacher zu werden. So, in everybody's life, this moment, no matter when, every this moment is always the best moment for you to become more awake and aware. Und unsere Praxis heute wird uns Geduld geben und auch die Intuition, ja, sagen wir mal, öffnen. Ja? And our practice today will give us like patience and will also sharpen your intuition. Mit Chanten jetzt erstmal das Mantra Om Namo Gurudev Namo und danach gehen wir noch durch eine ganze Serie von kleinen Übungen, oder, aber immer in derselben Position. Ja, so. Now we're going to chant the mantra Om Namo Gurudev Namo. And then we're going to do a series of other practices, but they all will be done in the same position. Ja? Von daher, vielleicht willst du nochmal deine Beine lockern und dafür sorgen, dass du gut sitzt, weil es dauert ein klein bisschen länger. So maybe you want to loosen your legs and you want to take care if you have a good seat.
because we're going to sit for a little more or longer today. Und ich möchte mal ganz kurz, bevor wir loslegen, was zu dem Klang Ong sagen. And before we start, I want to say something to the sound of Ong, because das ist das, was einen großen Teil der Öffnung, die du gleich erleben wirst, sagen wir mal, vorbereitet. Yeah? Because this sound current really is what is producing the actual awareness, which you will experience with this practice. Es gibt zwei Dinge, die wichtig sind beim Ong. Das eine ist die Position der Zunge. Und das zweite ist, dass du das Ong durch die Nase singst und nicht durch den geöffneten Mund. So there are two very important things when you chant Ong. One is that you chant is the position of the tongue. And the second one is that you chant the sound through the nose, not through the open mouth. Um die Position der Zunge zu finden, sag einmal auf die indische Weise Ek. Ja, die Zunge geht leicht zurück. Ek. Ek. Das sagst du gleich nicht, sondern du möchtest nur einmal wissen, wo deine Zunge hinkommt. Ja? You will not say Ek afterwards, you just want to know where to put your tongue. Ek. Ja, slightly back. Ek. Und dann chantest du Ong durch die Nase und vibrierst den Bereich des dritten Auges. And you chant Ong through the nose and you vibrate the your third eye. Ong. Zweiter Punkt, der noch wichtig ist beim Om Namo Gurudev Namo, ist, dass du das Dev, den Klang Dev am vorderen Gaumen singst. So the second thing which is important is that you chant the Dev in the front of the palate. Guru Dev Namo Dev. Okay, das sind zwei kleine Tricks. These are two little tricks. Du hast jetzt ein paar Minuten Zeit, das zu üben. You will have a few minutes to practice this. Und du faltest deine Hände. You're going to fold your hands. Nur die Zeigefinger zeigen sind zusammen und zeigen nach oben. So you're going to fold your hands, but your index fingers touch and point up. Die Daumen sind gekreuzt, so wie auch immer du es kreuzt. Yeah? And the thumbs are crossed in whatever way you cross. Du bringst das Mudra vor dein Herz. You bring the Mudra in front of your heart. Die Augen sind geschlossen und entspannt. The eyes are closed and relaxed. Chant it, and we will chant with it. Gurudev Namo. Om Namo.
Namo. Om Namo.
Om Namah
Dann atme ein, inhale. Und beginne langsam, langsam zu atmen. Start breathing slow. Entspann deine Augen und entspann deinen Körper. Relax your eyes, relax your body. Erlaub ganz entspannt dein So-Sein. As in a very relaxed manner, allow your sense of being. Und übe, in keinster Weise in deine Erfahrung einzugreifen. Nicht indem du sie verbesserst oder etwas unterdrückst oder suchst oder versuchst zu halten. Lass alles frei. And now you practice the most important thing, to leave your experience untouched. Do not make it better. Do not suppress anything. Just let it freely unfold, indem du total entspannst, by completely allowing yourself to relax. Wir entspannen alle miteinander hier. We are all relaxing together. Und lausche in die weite, weite Stille, die dich umgibt. Listen into the vast, vast silence surrounding you. Sei offen für alles, halte an nichts fest. Besonders lass deine Gedanken frei, ohne sie zu greifen. And be open for everything, do not attach to anything and especially your thoughts, leave them untouched. Du machst nicht, du bist entspannt, präsent. You're not doing this. You are being relaxed.
Und verbinde dich jetzt mit deinem Schwerpunkt, deinem energetischen Navel. Now connect with your point of gravity, your energetic navel. Fühl diesen Bereich, feel this area. Und dann beginn Feueratem. And then start a breath of fire. Von diesem Bereich aus, starting or moving it from that area. Und ich mache mein Mikrofon aus, dann hast du deinen eigenen Rhythmus. I close my microphone so you can have your own rhythm.
Mach Feueratem in dieser stillen, entspannten Weite deines Geistes. Do your breath of fire in this vast, relaxed expand of your mind.
Dann atme tief ein in den Deep. Und halte den Atem absolut entspannt. And hold your breath completely relaxed. Entspann, entspann, and relax, relax a bit. Dann atme aus, exhale. Atme tief ein in den Lieb. Und jetzt presst die Muskeln um die Wirbelsäule und streck dich. Now press the muscles around your spine and stretch up. Jeden Muskel, every muscle, von unten nach oben, from down to up. Und dann den Rest deines Körpers and then the rest of your body. Feuer aus, fade out. Und wiederhol noch einmal. Repeat it one more time. Muskel für Muskel, Wirbelsäule, Muscle by Muscle, the spine. Und dann den Rest des Körpers and then the rest of your body. Und Feuer aus, fade out. Entspann, relax. Wenn du musst, entspann deine Beine oder locker sie ein wenig. If you need to, just gently loosen your legs. Ansonsten erfass die Veränderungen, die jetzt passiert sind. Or has just become aware of how much you changed. Und fühl noch einmal deine Verbindung zur Erde. Again, just realize or recognize your connection to the earth, aber auch deine Beziehung zu dieser weiten Stille, but in the same time your relation to this vaster space of silence. Und diese Stille ist voller Leben. The stillness is full of life. Geräuschen, Bewegung, Sounds and Movement. Genauso wie dein Körper voller Leben und Energie ist. The same way your body is full of life and energy. Entspann dabei, relax with it. Lass das Leben in dir und um dich herum frei tanzen. Let the life within you and around you dance freely. Dann bring deine Hände zusammen, bring your hands together. So. Mm.
Satna. Oops. Wunderbar. Wonderful. Ich habe zwei kleine Ankündigungen. I have two little announcements. Das eine ist, wir sind am kommenden Wochenende in Asberg bei Stuttgart. So, the coming weekend we are in Asberg near Stuttgart. Und da haben wir unseren Nachmittag der Heilung und Entspannung. There we have our afternoon of healing and relaxation. Das heißt, du kannst dazukommen, dich behandeln lassen, dich zum Satnam Rasayan informieren. You can come there and have treatments. And get news or information about Satnam Rasayan. Wenn du ein alter Hase bist und Satnam Rasayan schon übst, kannst du da hinkommen zum Behandeln. Das ist dann für dich kostenlos auch. No? And when you're one of our older people who's having experience with Satnam Rasayan, you can come and heal and be a part of it. Yeah? Wunderbar, das ist schön. Also, vielleicht sehen wir uns da, ich würde mich sehr freuen. Maybe we meet each other there, I would be very happy. Und unsere nächste Morgenmeditation ist auch schon online. Our next morning meditation is also already online. Ich kann mal ganz kurz den Link hier reinstellen. I can put the link here for you. Zack. Klickt einfach drauf. Ansonsten wisst ihr ja eh, wie ihr es findet. No? You can click on it, but otherwise anyway you know how you find it. Ja, war eine sehr schöne Praxis, no? This is a beautiful little practice we did today. Sehr, sehr klärend. It's very clearing. Ja. Lass es noch ein bisschen nachwirken. Just take yourself a little time to let it affect you. Vielleicht willst du einfach noch in dieser meditativen Präsenz ein bisschen ruhen. Maybe you just want to rest a little more in this meditative presence. Und dann sehen wir uns vielleicht am Wochenende. And then maybe we meet in the weekend. Ein paar von euch sehe ich morgen früh. Few of you I see tomorrow morning. Und die anderen nächste Woche Dienstag. And the others next Tuesday. Könnte sein, dass nächsten Dienstag sogar Vollmond ist. Aber da muss ich noch mal gucken. Irgendwann ist jetzt bald mal dienstags wieder ein Vollmond. Okay. Grazie. Thank you. Wonderful evening. Wir sehen uns das nächste Mal. I see and meet next time.